Die Deutschen bewundern Philosophen, die sie nicht ganz verstehen, weil sie glauben, Philosophie müsse unverständlich sein. Das sagt mein heutiger Studiogast Richard David Brecht und versucht gleichzeitig, dieses Vorurteil zu widerlegen. Er ist der Philosoph, den jeder versteht. Herzlich willkommen bei Phoenix. Danke. Ja, wenn ich das so sage, der Philosoph, den jeder versteht, ist das für Sie ein Kompliment oder zucken Sie da doch auch innerlich ein bisschen zusammen? Nö, da zucke ich nicht zusammen. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber wenn man von vielen verstanden wird, ist das natürlich ein gutes Zeichen. Und es ist das Anliegen der Philosophie seit alters her, seit den Zeiten von Sokrates und Platon gewesen, auf die Gesellschaft einzuwirken. Und das kann man nur, wenn man verstanden wird. Wenn man jetzt komplizierte philosophische Sachverhalte auch klar, verständlich und einfach ausdrücken kann, warum sind dann Hegel, Habermas und Adorno so schwer zu verstehen? Auch da gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Also es gibt tatsächlich einige Philosophen, die Schwierigkeiten gehabt haben, sich auszudrücken. Es gibt andere Philosophen, die aus ihrer Sprache versucht haben, eine Form von Kunst zu machen. Das ist bei Adorno der Fall gewesen. Mhm. Also er wollte auch auf der sinnlichen Ebene über die Ästhetik seiner Formulierungen wirken. Mhm. Es gibt also sehr unterschiedliche Gründe, warum Philosophen schwer verständlich schreiben. Was kann denn Philosophie jetzt beitragen zur Lösung der Probleme unserer Zeit? Naja, es gibt eine Möglichkeit, Philosophie zu sehen, die ist mir sehr sympathisch. Die sieht Philosophie in einer Art Supervisor-Funktion, dass man von oben auf die Dinge guckt und versucht, die verschiedenen Sachverhalte, Diskurse, Probleme aus einer Art Vogelschauperspektive zu verstehen. Also die Rolle des Philosophen als Generalisten. Und ich glaube, dass es in dieser Gesellschaft sehr stark an diesen Generalisten mangelt. Die meisten Leute sind sehr stark in einer spezialisierten Welt befangen. Das gilt für Politiker ganz genauso wie für Wissenschaftler. Und dass dieser Blick von oben geht der Gesellschaft immer mehr verloren. Und gleichzeitig ist in einer Zeit des Orientierungsumbruchs und der Orientierungslosigkeit das Bedürfnis danach, dass irgendjemand die Dinge ein bisschen sortiert oder beim Einordnen hilft oder von oben drauf guckt, dieses Bedürfnis sehr stark. Okay, gehen wir mitten rein. Klimawandel. Ist das wirklich das größte Problem unserer Zeit, dem sich alle anderen Fragen unterordnen müssen? Ich würde den Klimawandel nicht vom Ressourcenverbrauch trennen. Aber ich würde sagen, die ökologische Frage, dass unsere Wirtschaftssysteme nicht mehr weiter die Natur zerstören dürfen, wie sie das bisher getan haben, ist die existenzielle Frage beim Überleben der Menschheit. Mhm. Geht das jetzt alles freiwillig? Werden die Menschen schon aus Vernunftgründen von alleine tun, was richtig ist? Oder geht das nur mit Zwang? Es wäre überraschend, wenn sie das täten. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Vernunft sich so frei und selbstständig durchsetzt. Nein, tatsächlich werden wir, um das Ganze zu realisieren, nicht nur neue Technik brauchen, sondern wir werden auch eine neue Form von Verzichtskultur brauchen. Einige Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, werden in Zukunft auf diese Art und Weise nicht selbstverständlich bleiben können. Wir werden ohne Verbote nicht auskommen. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, der Sinn von Verboten besteht darin, Freiheit zu sichern. Verbote gibt es im Straßenverkehr, da gibt es Regeln, damit Sie als Straßenverkehrsteilnehmer frei von A nach B kommen und nicht in Gefahr laufen, ständig überfahren zu werden oder angedötscht mit Ihrem Auto. Das heißt also, der Sinn von Verboten ist die Bewahrung der Freiheit dieser Generation und aller künftigen Generationen. Und deswegen muss man auch aus einer liberalen Grundüberzeugung heraus der festen Überzeugung sein, dass wir Verbote brauchen. Ich bin trotzdem etwas überrascht, dass ein Mensch, der ja ein Menschenbild der Aufklärung vertritt, freie, unabhängige Bürger, dass der so ein Loblied der Verbote singt. Wie ich gerade sagte, hängt das eine eng miteinander zusammen. Also vom liberalen Gesichtspunkt sagt man nur so viel Staat wie unbedingt nötig, aber eben auch so viel Staat wie nötig, um die Freiheit zu bewahren. Das ist im Grunde genommen die klassische Formulierung von Wilhelm von Humboldt, die alle Liberalen unterschreiben würden. Mhm. Wenn ich aber die Freiheit der künftigen Generationen auf dieser Erde zu leben, sich entfalten zu können, die natürlichen Grundlagen, die Ressourcen zu haben, wenn ich die sichern will, dann wird es ohne Verbote nicht gehen. Also gut, Verbote dienen der Freiheit. Gut, da muss man ja vielleicht ein bisschen genauer drüber reden, von welchen, was wollen wir, was wollen Sie verbieten? Also machen wir es mal ein bisschen konkreter. Würden Sie SUVs, Flugreisen, Wohnungen über 100 Quadratmeter pro Person, würden Sie das verbieten? Wir müssen als erstes immer die Frage stellen, was können wir über Technik lösen?
Und was werden wir in absehbarer Zeit über Technik nicht lösen können? Also wenn wir sagen, wir können es schaffen, sehr, sehr viel Strom demnächst über erneuerbare Energien herzustellen und den vielleicht gänzlich herzustellen, dann ist Energieverschleuderung nicht mehr das gleiche Problem, wie es dann ist, wenn es mit fossilen Brennstoffen gemacht wird. Und wenn wir ja mal statistisch angucken, was sind sozusagen die schlimmsten und größten Dinge, dann müssen wir mal damit anfangen, Massentierhaltung zu verbieten. Ja, und da müssen wir gucken, die Fleischpreise müssen wir deutlich erhöhen. Das ist einer der allergrößten Katastrophen im Hinblick auf den Klimawandel, ist zum Beispiel der Fleischkonsum. Das wäre ein ganz wichtiges Thema. Das SUV ist natürlich ein ganz kleines Thema. Das SUV ist einfach nur von der Haltung her so rotzig. Ja, also im Grunde steht auf jedem SUV müsste ein Aufkleber draufstehen, die Zukunft meiner Kinder und deiner Kinder ist mir scheißegal. Ja, weil wir haben in den Straßen von Düsseldorf, wo 30% SUVs fahren, nicht Straßenverhältnisse wie in Kabul, ja, sondern das einzige Grund, wofür ich dieses Auto brauche, ist Status. Und wenn man sich überlegt, dass man den Status bezahlt und erkauft damit, dass wir unverhältnismäßig viel CO2-Ausstoß machen, dann ist das eine Haltung, die ich nicht verbieten kann, aber die sollte ich zumindest versuchen zu ächten. Also das Rezept wäre sowas wie gesellschaftlicher Druck. Naja, ich glaube, das ist ja schade, dass wir den gesellschaftlichen Druck brauchen. Denn offensichtlich scheint es den Menschen, die großen Wert darauf legen, ein solches Auto zu fahren, von Vernunftseite her nicht gegeben zu sein, die Einsicht zu haben, darauf zu verzichten. Die Deutschen lieben ja Untergangsszenarien. Woher wissen wir denn, dass der Klimawandel wirklich so ein herausragendes Problem ist und mehr ist als die großen Themen der letzten 20, 30 Jahre? Atomausstieg, Nachrüstungsdebatte, Waldsterben. Das kam ja in schöner Regelmäßigkeit und verschwand dann ja auch wieder. Ja, das wird ja nicht verschwinden. Also 99,3% der Wissenschaftler, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, malen ihnen ein Szenario auf, wie in 20, 30, 40 Jahren die Welt aussehen wird. Und wenn die Polkappen schmelzen, also wenn die Versteppung in den semiariden Gebieten südlich der Sahara so weitergeht wie bisher, wenn wir all die Klimaflüchtlinge noch einbedenken, die dann alle kommen, weil auf ihren Äckern nichts mehr wächst, wenn wir diese ganzen verschiedenen Tendenzen alle hochrechnen, dann können wir vielleicht nicht ganz exakt sagen, ob die Antarktis in 30 Jahren geschmolzen ist oder Grönland. Aber wir können sagen, dass die Tendenz, dass das passiert, dass die weiter zunimmt und dass es ziemlich schnell passiert. Und dann haben wir, egal ob das in 30 oder in 50 Jahren ist, einen Zustand auf diesem Planeten, der von gravierenden, auch politischen, kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt sein wird. Und ich meine, das hat eine Dimension, die weit über alles hinausgeht, wie Atomausstieg. Dagegen ist der Atomausstieg letztlich ein Luxusproblem. Die Klimakrise hat große Teile gerade der jungen Menschen politisiert, wo man ja vorher dachte, die lesen keine Zeitung mehr und interessieren sich gar nicht für Politik. Ist Fridays for Future plötzlich so eine neue 68er-Bewegung unserer Zeit? Ja, es gibt einiges, was sie mit der 68er-Bewegung teilt, zum Beispiel auch die plakative Anprangerung der älteren Generation. Aber es gibt auch anderes, was sie unterscheidet. Ich meine, bei 68 ging es darum, die Gesellschaft liberaler zu machen, eine Tendenz, die wahrscheinlich auch ohne 68 irgendwann gekommen wäre. Hier geht es ja um ein viel ernsteres Thema. Hier geht es ja wirklich um das grundsätzliche Thema, das Überleben der Menschheit zu sichern. Das ist eine ganz, ganz andere Dimension, als die Bundesrepublik vom Möff der Adenauerzeit zu befreien. Deswegen finde ich den Vergleich manchmal ein bisschen abwegig. Es geht um viel, viel mehr als 68. Letztlich hat 68 die Benutzeroberfläche der Bundesrepublik neu poliert. Hier geht es aber darum, ein völlig neues Denken zu entwickeln, das sich die Frage stellt, wie ist ein Kapitalismus in der Zukunft noch möglich, der nicht auf gnadenlosen Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß angewiesen ist. Das ist eine Jahrhundertherausforderung. Trauen Sie es denn dem Kapitalismus zu, dass er diesen fundamentalen Wertewandel, also nicht immer mehr Wachstum, nicht immer mehr Wohlstand, dass er auch den bewältigt und irgendein Rezept findet? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Positiv könnte man sagen, dass der Kapitalismus sich, seit es ihn gibt, auf eine unglaublich geschmeidige Art und Weise jeder neuen Herausforderung angepasst hat. Und von da aus könnte man sagen, es ist doch nicht ausgeschlossen, dass das diesmal auch passiert, aber ich glaube, dass die Herausforderung, die auf den Kapitalismus zukommt, die größte in seiner Geschichte ist. Wir haben ja gerade über Fridays for Future gesprochen. Finden Sie, dass Greta Thunberg ein tolles Vorbild ist oder ist das eher peinlich, wie da eine junge Frau zur Ikone stilisiert wird? Sie hat sich ja nicht selbst zur Ikone stilisiert. Ja, muss ja nicht peinlich sein, was sie macht. Es könnte ja auch peinlich sein, wie die Öffentlichkeit mit ihr umgeht. Naja, also die Person ist ja am Ende stilisiert zur Ikone. Die Person ist am Ende ja nicht so wichtig, sondern das, wofür sie steht. Und wenn über die Stilisierung der Person zur Ikone
die Bedeutung der künftigen Klimakatastrophe anschaulich und personifiziert durch jemanden verkörpert wird, dann ist mir völlig egal, was sich im Einzelnen jetzt um dieses Mädchen rankt, sondern wichtig ist, was es ausgelöst hat. Und dass die Medien sich so dafür interessieren, ist im Dienste der Sache ein Glücksfall. Die Menschen sorgen sich um das Klima, aber sie fürchten auch um ihre Heimat und um ihren Arbeitsplatz. Und viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen reagieren ganz anders als so linksliberale Intellektuelle. Und ich zähle sie da mal mit dazu, das gern hätten. Also ganz konkret die Frage, warum suchen so viele Menschen ihr Heil in der AfD? Also es gibt viele Gründe. Es gibt viele häufig genannte Gründe. Ich würde gleich noch einen hinzufügen wollen. Also erst einmal in Zeiten des Umbruchs, und wir leben in Zeiten eines massiven wirtschaftlichen Umbruchs, nicht nur ausgelöst dadurch, dass wir anders ökologisch wirtschaften müssen als bisher, sondern auch dadurch, dass durch die Digitalisierung wir in eine Zeit kommen, in der in vielen Bereichen das menschliche Gehirn durch Maschinen ersetzt wird. Das ist eine unglaubliche Veränderung. Mhm. Und immer wenn solche Revolutionen anstehen, das war auch bei der ersten industriellen Revolution so, dann wittern die Menschen, dass ihre Lebenswelt, so wie sie jetzt ist, nicht erhalten bleibt. Das stimmt auch. Und dann haben sie Angst, zumal die digitale Zukunft ihnen nicht viel Schönes verspricht. Und in einer solchen Situation besinnt man sich auf das, was früher war oder was man sowieso immer schon hatte, also auf Fragen der Identität. Man denkt, früher wäre es irgendwo besser gewesen. Und Revolutionszeiten, und wir leben in einer, sind immer begleitet von Restaurationszeiten. Also auf die Französische Revolution folgte nicht eine wunderbar funktionierende Demokratie, sondern 1815 kehrten die Bourbonenkönige zurück und das Rad der Geschichte wurde wieder zurückgedreht, weil man irgendwie dachte, man muss doch wieder in irgendein Paradies von früher zurück, was nie ein Paradies war. Und eine ähnliche Tendenz haben wir auch. Es gibt aber noch einen anderen völlig unterschätzten Grund. Wenn Sie, ich bin ja sehr viel in den neuen Ländern unterwegs, wenn Sie sich Städte angucken wie Chemnitz, wie Cottbus, wie Suhl und so weiter, da würden die meisten Menschen, die aus dem Westen da hinkommen, sagen, da will ich nicht leben. Übrigens ziemlich viele Leute im Osten auch, also viele junge Leute, die abwandern. Was ist da passiert? Da ist alles, was Identität mal gestiftet hat, was Kultur, was Gemeinschaft, was Zusammenhalt gestiftet hat, aus diesen Städten verschwunden. Die Leute sitzen größtenteils zu Hause, man geht eigentlich nicht mehr in die Stadt. Die Stadt ist überzogen von seelenlosen Ketten. Ein großer Teil des Einkaufs wird über Onlinehandel gemacht. Und alles das, was Gemeinschaft stiftet, das ist der Austausch, das ist, dass man andere trifft, dass man sich auf dem Markt trifft und so weiter. Das ist versteppt in diesen Regionen. Also ich deswegen, und das ist mir ein wichtiger Punkt, ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, eine Online-Steuer auf Konsumgüter von 25% zu erheben, damit der Einzelhandel günstiger anbieten kann als der Versand. Handel. Wenn wir das machen, würden wir nicht nur dem Einzelhandel helfen, sondern wir würden gleichzeitig dazu helfen, dass wieder Leben in unsere Städte kommt und zwar nicht nur nach Suhl, sondern auch in meine Heimatstadt Solingen, in der jeder dritte Laden leer steht. Das ist ja mal ein praktischer Vorschlag, aber glauben Sie wirklich, dass man eine technologische Entwicklung wie Onlinehandel, dass das einen Sinn macht, sich dem entgegenzustellen? Also ja, weil ist das nicht wie Maschinenstürmerei? Nee, wir müssen für Fortschritt sein und gegen Rückschritt. Und was wir erleben durch den Onlinehandel, ist ein Rückschritt an Lebensqualität, ein Rückschritt an Kultur. Und ich halte das für eine revolutionäre, moderne Maßnahme, hinzugehen und zu sagen, wir wollen nicht den Onlinehandel grundsätzlich abschaffen, aber wir wollen den Onlinehandel erschweren, weil wir sehen, zu welchem Kulturverlust er in den Städten führt. Okay. Ich halte das für Fortschrittsdenken und ich halte das nicht für rückschrittlich. Okay, ich habe das jetzt verstanden und lasse das mal so stehen. Ich würde den Gedanken gern aufgreifen, der bei dem Ganzen ja dahinter steckt, dass Sie sagen, dieses Verlustgefühl der Menschen, ich verliere da meine Heimat, dass ich mich in meiner Stadt zu Hause fühle. Ja. Ja? So. Das haben doch offensichtlich die traditionellen Parteien verpennt. Und da haben sich dann die Rechtspopulisten draufgesetzt, weil das waren da ja schon die Ersten, die gesagt haben, wir müssen unsere Heimat verteidigen, auch wenn sie da was anderes drunter verstanden haben, als sie das vielleicht verstehen. Ja, wer nichts mehr hat, der besinnt sich auf seine Volkszugehörigkeit. Ja, ist das denn das falsch? Das ist sozusagen der größere Identitätsrahmen. Ja. Ne? Also wenn ich meinen Identitätsrahmen im Persönlichen verliere, ja, also ich meine, in der DDR war ein ganz erheblicher Teil der Identität die Zugehörigkeit zu Betrieben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da fand auch der größte Teil des kulturellen Lebens statt. Viele dieser Betriebe existieren heute nicht mehr.
Und wenn man auf dieser Ebene seine Identität verliert, und dann muss man sich irgendwas suchen, wo man noch zugehört. Und dann kommen solche Gedanken wie Volksgemeinschaft oder Nation. Die treten im Grunde genommen kompensatorisch da ein, wo das andere verloren gegangen ist. Und holen die Leute ab und geben ihnen irgendwo das warme Gefühl, zu etwas dazuzugehören, was Gutes ist. Ja, ich komme gleich auf die Nation noch. Aber zunächst mal zur Heimat. Also das, dass die Menschen sagen, ich will mich in meiner Heimat zu Hause fühlen. Ich will mich da auskennen. Ich will meine Nachbarn kennen. Ich will, dass im Bus meine Sprache gesprochen wird, dass meine Sitten und Gebräuche noch was wert sind. Ist dieser Wunsch der Menschen berechtigt oder ist das irgendwas von gestern? Es gibt keine unberechtigten Wünsche auf dieser Ebene. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich verliere irgendwo meine Identität und ich wünsche mir irgendwas zurück, was schon früher mal schöner war, dann ist das erstmal ganz berechtigtes Anliegen. Meine Kritik an der AfD besteht ja nicht darin, dass Menschen diese Bedürfnisse haben. Meine Kritik besteht daran, dass sie Parteien wählen, die bei diesen Bedürfnissen am Ende nicht helfen werden, sondern die sich einer Entwicklung entgegenstellen, die nicht aufzuhalten ist und diese Wähler enttäuschen werden. Das heißt also, die falschen Antworten auf ein nachvollziehbares Gefühl geben. Was wir machen müssen, ist, wir müssen eingedenk, dass viele Menschen in diesem Gefühlszustand haben, uns überlegen, was können positive Lösungen für die Zukunft sein. Und deswegen mein Beispiel von gerade, 25% Online-Steuer wird viel mehr für Chemnitz, Cottbus und Suhl bedeuten an Aufblühen, weil diese 25% würde ich den Städten zur Verfügung stellen. Das kann 100-mal mehr bewirken als alles das, was die AfD erzählt, zumal der Migrationsanteil in Sachsen sowieso äußerst gering ist. Ist ja ganz, ganz erstaunlich, dass in diesen Umbruchszeiten zwei Parteien profitieren, dass die AfD und die Grünen, die Hauptthemen von denen haben wir gerade schon gesprochen, aber die klassischen großen Volksparteien irgendwie ratlos dastehen und ja auch von Tag zu Tag schwächer werden. Warum finden die da kein Rezept? Naja, also die Medienlandschaft von früher, in der alles so fein aufgeteilt war, in eine angeblich linke SPD und eine angeblich rechte CDU, die hatte sehr einfache Koordinaten zu bieten und unter diesen einfachen Koordinaten konnten die Volksparteien sich sehr schön entfalten. Heute sieht es so aus, dass die Menschen so viele Informationsmöglichkeiten haben und das, was mal eine Weltanschauung war, zerfällt in lauter Einzelteile. Und weil das überall in der Gesellschaft ist, geht dieser Riss auch durch die Parteien selber. Also jener Flügel in der CDU, der Maaßen gut findet oder Friedrich Merz gerne als Kanzler hätte, ist was anderes als diejenigen, die hinter Merkel oder Annegret Kramp-Karrenbauer stehen. Im Grunde genommen passen diese verschiedenen Flügel kaum noch in eine Partei. Das gleiche probiert die SPD auch. Zwischen Olaf Scholz und Kevin Kühnert, die dürften eigentlich nicht in derselben Partei sein. Und die Partei ist mitten zerrissen zwischen einem sich links neu erfinden auf der einen Seite und der Bestandswahrung des Alten auf der anderen Seite. Finden Sie eigentlich diese Kandidatenkür der SPD, die gerade läuft, finden Sie die gut? Die finde ich würdelos. Ich glaube, dass jeder Kandidat, der durch ein solches Let's-Dance-Verfahren gegangen ist, wo jeder Mann sich eine Partnerin suchen muss, um gewählt werden zu können, um dann bei 23 Veranstaltungen einen Redebeitrag von 3 bis 5 Minuten von sich zu geben, das ist das Modell einer Castingshow. Das ist nicht eine würdevolle Auswahl eines Spitzenkandidaten. Man muss sich ja nur vorstellen, Willy Brandt oder Gerhard Schröder hätte durch ein solches Verfahren gehen müssen, um anschließend Kanzlerkandidat oder Parteivorsitzender zu werden. Also wer sich einer solchen lächerlichen Prozedur aussetzt, der hat am Ende so viel einen Würdeverlust. Und man sieht auch, Beispiel Kramp-Karrenbauer, da gab es ja auch ein Casting am Ende, wenn auch ein kürzeres Casting. Es bedeutet überhaupt nicht, dass man den Rückhalt der Partei hinter sich hat. Ich versuche trotzdem zu verstehen, was die SPD da gerade macht und die CDU ein bisschen eingeschränkt auch, dass man eben irgendwie versucht zu lösen, dass in der Tat ganz diffuse oder ganz unterschiedliche Strömungen in der Partei sind, haben Sie ja gerade beschrieben. Aber man will irgendwie dieses Prinzip Volkspartei retten und versucht durch dieses Casting einen zu finden, der irgendwie von allen Flügeln getragen wird. Ja, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber man macht Selbstmord aus Angst vorm Sterben. Also man trägt zur weiteren Zerfledderung der Partei bei durch ein Verfahren, von dem man denkt, dass es die Lösung ist. Stattdessen vergrößert man das Problem. Die SPD hatte eigentlich mit Martin Schulz einen Kandidaten, der die Seele der Partei auf eine wunderbare Art und Weise getroffen hat und der die verschiedenen Flügel noch hat binden können. Das ist natürlich eine unglückliche Geschichte gewesen, sein Wahlkampf, die Umstände sind ja auch bekannt, aber sie hatte damit noch mal eine Persönlichkeit. Ich sehe jenseits von Martin Schulz im Augenblick niemand, der die integrative Kraft hätte, die verschiedenen Tendenzen und Weltanschauungen, die es in der SPD gibt, zu klammern.
Und derjenige, der am Ende mit knapper Mehrheit dieses Rennen gewinnt, der wird nicht die Partei hinter sich haben. Mhm. Gut, das war jetzt ein energisches Plädoyer für Martin Schulz. Trotzdem hat die Partei ihn abgesägt. Also aus all dem, was Sie da jetzt erzählen, ist da ja nicht viel Hoffnung rauszulesen für die Zukunft der SPD. Ich habe ja gerade gesagt, eine Sache stellen wir noch kurz zurück, das ist der Nationalstaat. Ja, aus den Worten, die Sie da gesagt haben, habe ich ja eher so herausgelesen, der Nationalstaat ist eher was von gestern. Viele Menschen widersprechen dem oder versuchen einzuwenden und sagen, also Demokratie und Sozialstaat, das hat bisher nur im Nationalstaat funktioniert. Und ob ich wirklich eine vernünftige Debatte zum Beispiel in ganz Europa hinkriege und ob Europa unser Sozialsystem garantieren kann, gerade für uns Deutschen, wo wir ja einen sehr hohen Sozialstandard haben, das ist doch sehr die Frage. Ich habe den Nationalstaat, da haben Sie mich falsch verstanden, nicht in Frage gestellt. Tut es mir leid. Ja, ich kritisiere im Augenblick viele Linksliberale, die in einigen Punkten mehr Europa wollen, wo ich nicht mehr Europa will. Und zwar nicht, weil ich nicht grundsätzlich den Gedanken mehr Europa schön finde, sondern weil ich denke, das ist im Augenblick nicht die Frage, an der wir arbeiten sollten, sondern tatsächlich glaube ich, dass viele sehr wichtige Veränderungen im Zuge des ökonomischen Umbruchs starke Nationalstaaten voraussetzen. Also wenn wir unser Umlagesystem, was langfristig vermutlich nicht erhalten bleiben kann, weil diejenigen, die arbeiten, nicht mehr diejenigen finanzieren können, die nicht arbeiten und die nicht mehr arbeiten, wenn wir da gewaltige Umbauten brauchen, dann werden wir das nicht auf einer europäischen Ebene schaffen, sondern das müssen die Nationalstaaten machen und voneinander abgucken. Mhm. Dafür brauchen wir Nationalstaaten. Nein, meine Kritik bezog sich nicht auf die Einheit des Nationalstaats, die halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für unverzichtbar, sondern sie handelt von einem gewissen kitschigen Nationalstaatspathos, den man Nationalismus nennt. Nationalismus ist von gestern, Nationalstaat ist von heute. Okay, ich würde gern ein bisschen noch über Sie persönlich erfahren. Wie wird man denn Philosoph? Ach, im Grunde genommen kann ja jeder Philosoph werden. Philosophie ist ja, wie Wittgenstein mal gesagt hat, eine Tätigkeit. Das heißt also, wenn man auf einem gewissen Niveau, ich hoffe intelligent, über die Gesellschaft nachdenkt und eine Menge über das weiß, was es alles so an bisherigem Nachdenken darüber gibt, dann kann man die Tätigkeit, die man tut, Philosophieren nennen. Beginnen wir mal mit dem Elternhaus. Ihr Vater hat zu Hause eine ganz große Bibliothek aufgebaut, aber anders als Sie hat er dieses Nachdenken über die Zeit, das Bücherlesen und dann formulieren, was drinsteht, nie zum Beruf gemacht. Ja, ich habe das immer schade gefunden. Mein Vater war Industriedesigner und hat seinen Beruf jetzt nicht über die Maßen geliebt. Im Nachhinein redet er ziemlich gut darüber, aber ich erinnere mich in der Zeit, als er das war, war eigentlich nicht sonderlich glücklich mit seinem Beruf. Und sein großes Interesse oder seine Fluchtwelt waren tatsächlich Malerei, Literatur, Philosophie. Mit den Dingen hat er sich ganz, ganz intensiv beschäftigt. Und diese Werte wurden auf uns Kinder, fünf Kinder insgesamt, sehr stark vererbt. Und dadurch wurden wir geprägt. Also bei uns zu Hause war nie die Rede davon, dass man später mal einen Beruf ergreifen soll, mit dem man Geld verdient. Also den Satz, den fast jeder bei sich mal zu Hause gehört hat, den gab es gar nicht. Ja, überhaupt ein interessantes Elternhaus. Also Ihre Eltern waren erklärte Atheisten und Marxisten, waren sehr engagiert im Kampf gegen den Vietnamkrieg, haben dann zwei Waisenkinder aus Vietnam adoptiert, obwohl sie schon drei Kinder zu Hause waren. Wie hat denn dieses politisierte Elternhaus auf Sie als Kind und Jugendlicher gewirkt? Als normal, weil ich ja in dieser Welt aufgewachsen bin. Man muss dazu sagen, also mein Vater hatte sich intensiv mit Marx beschäftigt und teilte Marxens Analyse des Kapitalismus. Meine Eltern waren ja in keiner Partei, aber mein Vater war der felsenfesten Überzeugung davon, dass der Kapitalismus eigentlich ein extrem ungesundes System ist. Und meine Mutter war eigentlich eine klassische 68erin, die aus Protest gegen ihr sehr konservatives Elternhaus links geworden ist. Aber es war in der Tat so, auch mit den beiden Adoptivgeschwistern aus Vietnam, dass vieles, was bei uns zu Hause erzählt wurde, keine Ähnlichkeiten hatte, wie man die Welt sah, wie das bei den Nachbarskindern oder bei den Schulfreunden war. Ich finde das jetzt ganz interessant, weil wir hatten vor wenigen Wochen Jan Fleischhauer hier zu Gast. Und der hat berichtet, auch mit sehr schönen Worten, wie das linke Elternhaus, wie er aus Protest gegen das linke Elternhaus zum Konservativen wurde. Warum war das bei Ihnen ganz anders? Ja, also erstmal muss man zu Jan Fleischhauer sagen, irgendwann ist man aus der Pubertät ja raus und kann auch wieder reifen. Also man muss sozusagen nicht in der Trotzhaltung ein Leben lang zur Marke konservieren. Das wundert mich doch ein bisschen. Also ein gewisser Adoleszenzprozess scheint mir zu fehlen.
Aber bei mir war das so, ich musste mich ja schon dadurch, dass ich Positionen vertrat, durch mein Elternhaus, in der Schule zum Beispiel, befand ich mich ja eigentlich immer in einer Art Außenseitersituation. Und wenn man schon in der Schule mit seinen Meinungen tendenziell eher aneckt, dann eckt man nicht auch noch darüber hinaus mit seinem Elternhaus an. Also quasi, ich habe meine Pubertät nicht so sehr gegen meine Eltern ausgelebt, als gegen das Umfeld, in dem ich sonst gelebt habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich also da jetzt nicht in die starke Auseinandersetzung gegangen bin. Da muss man auch dazu sagen, ich meine, auch meine Eltern haben ihre Ansichten geändert. Es war was anderes, eine stark linke Überzeugung zu haben Anfang der 70er oder in den 80ern. Ich meine, da ist ja auch eine Menge passiert. Also meine Mutter hat das Marxismus noch eine ganz andere Rolle gespielt. Aufkommen der Grünen begrüßt. Sie waren ja nicht von Anfang an erfolgreich. Sie haben mal berichtet, dass Sie an Ihrem Roman Die Kosmonauten, glaube ich, 2 Jahre geschrieben haben und am Ende dann 800 Exemplare verkauft haben. Haben Sie an sich gezweifelt? Also ich glaube, wie jeder Mensch, der bei Trost ist, habe ich auch an mir gezweifelt. Aber ich habe eher mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ich immer das Falsche zum falschen Zeitpunkt mache? Ich habe ja bevor dem Erfolg von Wer bin ich mehrere Bücher geschrieben, die nicht alle so erfolglos waren wie Die Kosmonauten, aber eben auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und ich habe ja das, was ich gemacht habe, nicht gemacht, um reich zu werden, aber ich musste mir immer Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Miete bezahlen und meine Telefonrechnung. Und da habe ich mir natürlich gewünscht, dass irgendwann mal was Besseres dabei rauskommt als diese furchtbare Geschichte mit den Kosmonauten. Ich halte das bis heute für mein bestes Buch. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es sich so schlecht verkauft hat. Ja, also das ist schon unter literarischen Gesichtspunkten ein kompliziertes Buch. Und dafür gibt es dann von Natur aus eine relativ kleine Klientel an Lesern. Ja, und dann plötzlich haben Sie bewiesen, dass Sie auch erfolgreich können. Sie haben es ja schon gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ich glaube, insgesamt haben Sie jetzt über 3 Millionen Bücher verkauft. Warum lief das und das andere nicht? Das war so, nachdem ich vorher 2 Romane geschrieben hatte, gab es eigentlich immer mehr Stimmen, die mir geraten haben, du kannst auch so gut so Sachen erklären. Also warum schreibst du nicht ein Sachbuch? Und da ich damals eine Frau kennengelernt habe, die 3 Kinder hatte und denen ich auch Philosophie erklärt habe, dann kam eben dieser Gedanke, etwas zu machen, das auch 14- und 16-Jährige verstehen können an Philosophie. Und das war der Ausgangspunkt, der hinter Wer bin ich stand. Und dann war es aber nicht so, dass das Buch sofort ein Riesenerfolg wurde. Das Buch hatte eine Startauflage von 10.000 Exemplaren. Die haben sich dann im Laufe des Herbstes so gerade so verkauft. Und dann sagte der Verlag, wir haben eine gute Nachricht für Sie, wir drucken 3.000 nach. Und das war genau die Situation, als Elke Heidenreich das Buch in der Sendung Lesen hochgehalten hat und ganz viel Werbung dafür gemacht hat und gesagt, wenn Sie das lesen, werden Sie glücklich. Dann werden Sie glücklich. Und dann passierte etwas Geisterhaftes. Dieses Buch stürmte an die erste Stelle der Bestsellerlisten wie in einem Traum, war aber in keiner Buchhandlung wochenlang erhältlich. Sodass ich mir auch vorstellen konnte, ich würde sozusagen abdrehen mittlerweile. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, weil sinnlich war dieser Erfolg gar nicht sichtbar. Was hat sich denn für Sie verändert, als Sie plötzlich Geld hatten? Die Angst war weg, dass meine Karte aus dem Sparkassenautomaten nicht mehr rauskommt. Das ist eine ganz große Veränderung. Ich habe auch besser geschlafen. Früher musste ich mir immer die Frage stellen, also wie hangele ich mich durchs Leben? Und als zweites die Frage, werde ich jemals eine Rente kriegen, von der ich leben kann? Das hat sich geändert und diese Sicherheit, die verändert schon etwas in einem, wenn diese existenzielle Grundangst verloren gegangen ist, die ich immerhin zwischen 1995 und 2007, also 12 Jahre lang gehabt habe. Und empfinden Sie Erfolg auch als Belastung? Weil wie gesagt, 3 Millionen verkaufte Bücher, das ist ja unheimlich schwer, das irgendwie nochmal zu toppen. Ich denke nicht so kapitalistisch, dass ich denke, dass ich mit jedem Buch, was ich mache, ja, wieder einen neuen Horizont und eine neue Grenze erreiche. Ich bin in der angenehmen Situation, dass ich mich zwar über große Verkaufszahlen freue, dass ich aber nicht mehr darauf angewiesen bin. Deswegen ist es für mich nicht wichtig, das zu toppen in irgendeiner Form. Ich freue mich, dass ich einen wunderbaren Verlag habe, der mich die Bücher schreiben lässt, die ich schreiben möchte. Und bislang war es so, dass diese Bücher nicht erfolglos waren. Und ich glaube, das Einzige, was mir passieren könnte, ist, dass ich irgendwann keinen Erfolg mehr hätte. Dann wäre es aber nicht mehr existenziell bedrohlich. Ich muss nichts toppen. Sind Sie ein Pessimist oder ein Optimist? Ich komme aus einem Elternhaus, in dem der Pessimismus viel deutlicher war als der Optimismus. Mein Vater ist ja sehr, sehr viel pessimistischer, mein Bruder auch. Und ich habe eigentlich so von Kindesbeinen an eine Anti-Haltung gegen Pessimismus entwickelt. Wenn man sich die Welt rational betrachtet, ist es ziemlich einfach, ein Pessimist zu sein. Aber ich denke mir immer, ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht hat, hat immer noch ein erfüllteres Leben gehabt als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht.
Das war Phoenix persönlich, heute mit Richard David Precht. Herzlichen Dank. Sehr gerne.